So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei Jack 3. Ich heiße euch herzlich willkommen. Mir ist in den Aufnahmen was aufgefallen, und zwar will ich mal was gucken, weil irgendwie die Sprache ist recht leise, aber der andere Sound ist dann irgendwie so laut und man kann es perfekt so runterdrehen. Wunderbar. Hoffentlich hört man jetzt überhaupt was. Na, das dürfte gehen. So, wir haben ja jetzt hier den mega coolen Jumper, mega geiles Auto. Und mit dem können wir richtig hoch springen. Wow, das geht ab. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst zu dem Roten. Weil das ist der Tempel, der ist cool. Und da kriegt man auch irgendwann das Board. Weil einer hat es in den Comments reingeschrieben, ich soll mir erst das Board holen. Und das will ich auch haben, weil ich dachte, man hätte das schon. Aber stimmt, man hat das ja noch gar nicht. So, machen wir hier erstmal alles kaputt. Oh, hier gibt es nachher auch noch eine Mission. Auch sehr cool, so. Aber die springen wir einfach drüber. Zack. Oh ne, ich war vollkommen falsch. Hier geht's ja lang. Ne, Moment, Freunde. Und rüber. Hier kommen wir. Oh, die Bremsen von dem Ding sind ja mal richtig krass. Hier kommen wir nämlich nur mit diesem Auto hin. Weil man mit keinem anderen Auto halt so hoch springen kann. Und der Tempel, der ist echt geil. Oh Gott. Ich glaube, das war zu weit, oder? Nee, okay. Und es ist immer noch Nacht. Ich will mal, dass es wieder Tag ist. Das ist doch echt nicht zu viel verlangt. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Oh, das erinnert mich an noch an eine richtig coole Mission, die hier noch kommt. Irgendwo musste man hier, glaube ich, nochmal springen. Ah, hier. Okay. Autsch. Ich dachte, man wird von alleine aussteigen. Die Kamera ist gerade. Ah, okay. Ich dachte. Ach, dieses Auge. Wie ging das denn nochmal? Weil dieses Auge, man geht hier hin, es sieht ein und Stacheltime. Kommen hier nicht Gegner? Und warum geht die Tür jetzt einfach wieder auf? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Ah, okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob man auch mehr Energie noch kriegt. Bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher. Na, was soll's. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Oh, hier, diese Teile. Doing. So. Okay. Dann gehen wir hier mal hoch. Doing. Okay, jetzt kommt hier Prince of Persia Feeling. War das richtig, oder? Oh, cool, wir haben sogar eine Ego-Perspektive. Wusste ich gar nicht mehr. Oh, war das schon wieder knapp, ey. Okay, also das Schwingen macht er automatisch. Und jetzt wird's krass. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Leute, es ist schon wieder unfassbar, was hier abgeht. Oh, hier gab es irgendwie so Spinnen oder irgend sowas. Irgendwas war hier, glaube ich. Ey, halt doch hier. Oh Mann, ich will doch nur eure Freunde sehen. Das sieht aus wie irgend so ein Kolosseum oder so. Ganz cool. Okay. Das stürzt ein. Und das nächste auch. Oh, das sieht man ein bisschen. Die haben nämlich so Risse dann drin. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Oh nein, ich will doch nur, dass er die Seite wechselt.
Na egal. Bisschen umständlich. Muss ja auch sein. Oh, es ist Adrenalin pur bei sowas, ey. So, wir sind ganz oben. Jetzt, wenn ich jetzt runterfalle, ist alles vorbei. Das ist schon fast passiert. Ich muss die Kamera im A. So ist das schon viel cooler. Ach, jetzt kommt ja schon die coole Mission. Stimmt ja, an die ich eben gedacht habe. Das ist ja das schon. Und zwar, ihr erinnert euch doch, wo man dieses komische Flash-Game gemacht hat, wo ich mich noch so weggepisst habe. Da hat doch der eine Mönch-Typi so gesagt, ja, eines von diesen Dingern ist im Vulkan gelandet, die haben da jemanden hingeschickt, die nie zurückkamen. Und da fliegen wir jetzt hin, Freunde. Oh, süß! Laut Sim haben die auf dem Vulkan eine Mönchsexpedition verloren. Die sind bestimmt mit diesen Gleitern da hoch. Ja, Betonung auf verloren! Hältst du es nicht für ein Zeichen, dass die verschwunden sind? Hallo? Dax, hab keine Angst. Wir müssen bloß die Beschleunigerringe treffen, dann haben wir es. Oh nein! Siehst du hier Federn? Für mich sieht's wie Fell aus. Keine Federn, kein fliegendes Otzel. Auf keinen Fall kriegst du mich auf so einem Precursor-Mensch-Schrott. 0,0 Chance. Vergiss es. Finito. Ist nicht drin. Nein. Nein. Niemals. Nie. Oh, geil. Ich will auch so ein Tier haben, ey. Ach stimmt, die muss man ja aufschießen. Ja genau, wir müssen jetzt hier in diese Beschleunigungsringe rein. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Assassin's Creed. Also dieser Gleiter. Oh nein, oh Gott. Genau, damit wir nämlich Schwung kriegen. Unten die Anzeige, das ist die, ja, die Schwunganzeige sozusagen. Sobald wir zu krass im roten Bereich sind und keinen Schwung mehr haben, sieht es übel für uns aus. Denn dann stürzen wir ab, logischerweise. Oh, das war immer so tricky damals, ey. Na, egal. Mein Gamer-Skill ist ja gestiegen in den Jahren. Hoffe ich mal. Und, oh Gott, diese Steuerung, die ist ganz merkwürdig irgendwie. Irgendwie ist die komisch. Weißt du, in den heutigen Spielen, da müsste man das jetzt bestimmt dann mit Six Axis steuern. Und das ist lustig, man sieht dann auch schon mal hier so die ganze Map. Wo man nachher halt auch noch überall ist. Und ich weiß gar nicht, was die Zeit sagt. Ach, wir haben noch Zeit. Ach, hier muss man ja rein. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das hat wunderbar geklappt. Bis jetzt sieht's gut aus. Okay. Oh, da ist er noch. Oh nein, hier der kreisförmige. Okay. Ja, und irgendwie fliegt man auch mal voll im Kreis, anstatt da irgendwie mal direkt hinzufliegen oder so. Nee, man muss es sich ja natürlich immer umständlich machen. Warum auch nicht? Oh. Ach, du Kacke. Boah, das geht ja noch einmal da hinten im Kreis. Habt ihr es gesehen? Geht wieder hoch. Perfekt. Was dieses Blaue hier so darstellen soll, irgendwie so Wind, aber... Ach, das ist auf jeden Fall ganz komisch. So, da links ist die Stadt. Da kommen wir her. Okay, wir haben es gleich geschafft. Hier ist Endspurt. Ja, jetzt bloß nicht versagen. Okay, es sieht... Oh nein, oder? Okay, es sieht gut aus, Freunde. Ich würde sagen, wir schaffen es. Okay, das war gerade echt knapp. Aber wir haben es. Jetzt kommt wieder eine coole Cutscene. Tja, damit kommen wir wohl nicht mehr zurück. Sehen wir uns mal um. Bin gleich hinter dir, Vater. Weit hinter dir. Ah, die Augen sind mal normal. Dann war das echt ein kleiner Bug. Ja, hier sehen wir wieder das Auge. Sprich, zurück kann man nicht mehr. Es gibt nur einen Weg. Und dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Und warum und wieso und... Oh Gott. Es sind Käfer-Skorpione. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Hab ich mal wieder meinen Skill unter Beweis gesetzt, dass ich mal wieder der Beste bin. Boah, wie viele.
Ja, für die verschwende ich doch keine Muni. Und wir sehen hier, die Feinde droppen diese Dinger auch. Ach komm, hier kriegst du ein Ding. Boah, wir schießen uns jetzt einfach durch, weil wir können es halt. Wir haben es halt drauf. Und dann können wir das auch zeigen. Es hat halt auch gleich, wie soll ich sagen, einen Autofokus halt für die Waffe. Also man muss so ein bisschen in die Nähe mit dem Laser leuchten und dann nimmt es schon automatisch an, weil sonst wäre es auch ein bisschen schwierig, mal anständig zu treffen. Okay, nachladen jetzt irgendwie so kann man nicht. Okay. Ja. Diese Sprungechse könnte nützlich sein. Ja, das. Hallo? Da. Ach, man muss erst hier. ja, das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Ja, der Charakter ist meinen Anforderungen halt nicht gewachsen. Was soll ich dazu großartig. Was soll ich da sonst zu sagen? Ach, das ist das Reittier. Das ist ja kein. Oh, Moment. Ich wusste doch, dass hier irgendwas war. Okay, jetzt haben wir hier schon krassere Viecher. Und das Fliegevieh. Oh mein Gott. Autsch. Man kann halt irgendwie nicht blocken und so, das ist total merkwürdig. Oh, nein! Verdammt! War das dumm! Egal, jetzt habe ich. Och, wir können es von vorne machen, na, ganz toll. Ah, wir waren ja auch schon so mega weit, oder? Och, das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, da sieht man wieder, heutige Spiele sind viel einfacher. Guckt euch Splatterhouse an, wie ich es da drauf hatte. Nach kurzer Zeit. Boah, das gibt's nicht, ey. Ah, die Luftpumpe, die geht ordentlich ab. Sehr, sehr cool. Und der Doppelsprung, der funktioniert irgendwie auch nicht immer. Aber das kann auch am Controller, wie gesagt, liegen. Und der Part ist schon fast vorbei. Und mich ärgert es so, dass ich nicht mehr aufnehmen kann. Weil sonst würde ich einfach mal so ein Part so direkt mal eine halbe Stunde durchmachen oder so. Das wäre wie cooler. Was haben wir denn jetzt? Na gut. Ich riskiere es mal wieder. So, drüber. Ja, man darf die halt nicht zum Angriff lassen kommen. Kommen lassen. Ach, ihr wisst schon was. Das glaube ich jetzt nicht, gell? Ach du Scheiße. So, das war gerade der Schuss, der so abspiegelt, sag ich mal. Ha, geil. Okay, Freunde, ich beende erstmal den Part. Ach so, eins kann ich schon verraten. Wir werden gleich auf jeden Fall auch mit Dexter spielen. Ich meine, das ist hier in dem Tempel. Tempel, Vulkan, wie auch immer. Es war ja der Vulkan. Tempel, da sind wir ja schon nicht mehr. Da spielen wir nämlich auch gleich mit Dexter. Das wird mega lustig. Also könnt ihr euch auf was freuen, Freunde. Bis dann. Tschüssen.